So, es hat endlich geladen. Nach unzähligen Versuchen. Aber sieht das geil aus. Ja. Hat's endlich geladen. Wir sind endlich in der Drachenfestung. Und wir können zu Farengar. Ist da. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Wildsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Farengar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen... Zuerst gibst du mir das. Und dann das. Vor allem Waffenkammer. Waffen. Hammer. Ich will eine Waffe. So gerne sie. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt.
Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Zu ihm. Ach ja, stimmt, wir können ja mal noch aufsteigen. Osto. Was nehmen wir? Schaden einhändig oder? Pfeil am Bogen, ja cool. Es geht in Redekunst. Ich muss bei 10%. Ja, lohnt sich jetzt am Anfang vielleicht nicht so. Später eigentlich auch nicht. Verkaufspreise wäre dann halt interessant irgendwann. Kampfhaltung. Ist mir nicht schlecht. Das nehmen wir. So. Wir haben einen Drachen zu bekämpfen. Irilet, kommst du? Jetzt, ich wollte schon sagen, läuft da gemütlich die Treppe runter. Komm, los, Beine in die Hand. Leben spielend auf dem Spiel. Rennen. Hey, hey, Autospeicher. Ja, warte, gehen hier. Ja, Funst, passt. Die Rolle jetzt? Ach, der rennt oben lang, ist klar. Was kann ich für euch tun? Ja? Irilet, hallo. Wo lebt sie denn? Die Lage ist folgendermaßen. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Ein Drache? Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, es ist Karl. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur! Das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Zu sechst. Jo. Gespannt, ob da überhaupt noch jemand lebt hinten. So viel Zeit, wie wir hier verplempern. Oh Mann. Jetzt haben wir nicht zwischengespeichert, gell? Oh Mann. Na? Funktioniert. Die nehmen alle den langen Weg, ja. Du rennst gegen die Mauer.
Okay. Also ich gehe hier lang. Zack. Hey, Oskar, dich kann man gebrauchen. Na, sag mal. Warum ganz schön lange hier? Bis die ganze Welt zerstört. So. Hier hin. Erster. Hm? Oh. Ach, da. Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Alles und klar. Ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Halbpfeile. Oh, die kann man mal gebrauchen. Nix. Hier. Da. Ach, da oben. Dann. Die Lage rette uns. Er kommt zurück. Wo? Da oben. Und lass jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Schuss. Was war das? Wir nicht verstehen. Da. Komm runter. Zack. Hey, jetzt aber kannst du drauf. Komm doch ran hier. Ja. Aua. Oh, macht der Schaden. Gesundheit? Nee, geringe Heilung. Da haben wir nur noch einen. Ach du Scheiße. Gift. Leute. Ich meine. Das war's. Außer. Schade. Oh Mann. Komm her jetzt. Hier seid. Da und.
Spaß, Digga. Vergewissern wir uns, dass diese Riesenechse auch wirklich tot ist. Verdammt gut geschossen wird. Was ist hier los? Alle, zurück! Kreislauf, Helm. Ja, nee, ist schlechter. Hm? Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Was ist das? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Jo, wahrscheinlich. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und ja, warte mal kurz. Krieg mal schön den hier. Das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Nö, bisher noch nicht. Ich muss nur die Taste drücken. Soll ich mal? Guck mal. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Mhm. Oh, guck mir in die Augen. Gehen wir wieder zurück, oder? Genug gelabert. Dumm. Nochmal. Jo. Wir sammeln ein paar Blüten. Hey. Hat er nicht gesagt. Dumm. Dumm. Ist ein Drachenblut. Woo. Yay.
alles klar. Du, Joaquin. Naja. Heißt so viel wie Drachenblut. Beeilen wir uns mal hier. Zack. Einmal speichern. Noch rein hier. Na, wollen wir mal unsere Belohnung abholen. Oh, mal noch hinsetzen hier. Ladebildschirme sind schon was Cooles. Mit euch los? Hey. Was braucht ihr? Hä? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Eine Rotwardone. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Alles klar. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Glaube ich nicht. Das wird die finden. Ja. Was? Eisenerz hergestellt. Komm hier noch was? Ne, nur Lederstreifen. Okay. Dann zur Burg. Zur Drachenfeste. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay. Ja? Ihr braucht etwas? Ja. Ich brauch nix. Der Jarl zu sagen hat. Und dann müssen wir ja mal zur Rotwardone suchen. Na, jetzt. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Warum kommen wir jetzt nicht mehr ganz hoch? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden?
Nicht nur die Männer. Die Graubärte scheinen genauso zu denken. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Alles klar. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Mhm. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, natürlich, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hovodka gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Lord-Unsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Lord-Nonsens? Ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Ronga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Mhm. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Schon klar. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Na klar. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu. Dankeschön. Und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Ja, geh mal. Ah, Lydia. Tag. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Jo, passt, danke schön. Folge geht mir bitte. Voran. Natürlich. So, jetzt schauen wir erst einmal. Die haben wir bekommen. Genauso viel wie. Haben halt noch zusätzlich beidhändige Angriffe. Na gut, wollen wir eh kaum hernehmen. Axt von Weißlauf. Ja, nehmen wir auch mit. Ein bisschen verzaubert. Jetzt auf nach Hochrodgar, oder? Versuchen wir erstmal die Rotpatronen. Na, die Graubärte lassen wir nicht warten. Da schauen wir gleich mal hoch. Schauen wir gleich mal hoch. Lydia kommt mit. Schön. Ihr braucht etwas? Zu helfen. Rilet kommt auch mal wieder zurück. Hey. Und was braucht ihr? Hm? Nix. Ich behalte euch im Auge. Versuch's. Irgendwie mag die mich nicht.
Warum auch immer. Habt ihr nichts getan.